ich heute Morgen nach einer Zeit wieder hier bei euch sein darf. Ich freue mich riesig. Und wie sagte einmal Johannes im dritten Brief, dass er sich freut, dass er davon hörte, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und das war heute Morgen so meine Freude auch, als ich einfach euch sah und grüßen durfte, mit euch den Lob teilen durfte, einfach innerlich zu realisieren, ja, wir sind im Herzen in einer Gesinnung und in einem Geist miteinander unterwegs in der Wahrheit. Wunderbar. Lieber Bruder, auf dein Zeugnis hin kam mir spontan so ein Gedanke. Wir alle kennen ja diese wunderbare Begebenheit, wo der Herr Jesus über den See fährt, er ist müde, ja, er hatte bewusst menschliche Grenzen angenommen, das Wort wurde Fleisch, ja. Und was machte er? Er schlief hinten im Schiff. Und als sie unterwegs war, da sagt die Schrift, und der Wind war ihnen entgegen. Und wisst ihr, diese wunderschöne Geschichte, wo dann der Herr Jesus aufsteht und den Wind, und Markus sagt es wörtlich, glaube Matthäus sagt, er gebot, und Markus sagt, er schallt den Wind und das Meer, er schallt. Und da blieb ich über dieser Formulierung stehen und denke, interessant, ihr Mütter, wann schimpft ihr denn? Oder Väter, wann schimpfen wir eigentlich? Wenn die Kinder ungehorsam sind. Wenn etwas passiert, was nicht positiv ist, also etwas Negatives. Und für den Herrn Jesus war dieser Wind nicht einfach ein Naturphänomen, das er jetzt mal beseitigen musste, sondern er schimpfte den. Er sagt, hier, stopp. Weil der Wind war nicht einfach auf dem See und die Wellen waren nicht einfach da, sondern der Wind war ihnen entgegen. Okay? Und wenn wir jetzt einfach mal diese wunderbaren Geschichten, die wir ganz oft so isoliert sehen, mal in den Kontext hineinsetzen, wo sie steht, dann stellen wir fest, was war eigentlich das Ziel des Herrn Jesus damals, als er auf dem See war? Das Land der Gadarenen. Dort wartete ein ganz heftiger Dienst auf ihn. Dort wartete der Dienst, dass er die Macht der Finsternis binden sollte. Und genau deshalb war der Wind entgegen. Das ist genau, was sie erlebt haben. Und was sie auch erleben, das ist manchmal, du denkst, du erlebst so erweckliche Phasen und du willst dich gerne geistig zurücklehnen und diese Phasen genießen und du merkst, nicht nur der Herr ist aktiv. In dem Moment, wo geistlich wirklich Leben da ist, wo Aufbruch in den Herzen ist, wo ein Wunsch ist, wirklich bewusst im Namen Jesu, in seiner Wahrheit, in seinen Fußstapfen zu wandeln, genau in dem Moment macht sich auch der Teufel auf. Das erleben wir auch nicht anders. Weil wenn wir geistlich im Schlaf sind, wenn wir geistlich alles laufen lassen, na, da wird der Teufel, die Welt wird es sagen, den Teufel tun, sich gegen uns aufzustehen. Er könnte uns ja aufwecken, oder? Und ihr Lieben, wie gut ist es, wenn wir geistlich aktiv bewusst sind, nicht nur unsere Segnungen zu genießen, sondern auch um unsere Segnungen geistlich zu kämpfen. Und das hat auch Paulus immer so erlebt. Erleben wir auch so. Wir haben auf der einen Seite seit Wochen tiefe, erweckte Erlebnisse. Und auf der anderen Seite sucht der Teufel Ritze, wo er sein Werk tun kann. Nicht selten sind das Umstände, aber es können auch fleischliche Christen sein, die durch ungeistliches und schlechtes Handeln versuchen, ja, ohne dass sie es merken, werden sie Werkzeuge des Feindes, um alle Erweckung, alle Kraft und alle positiven, gesegneten Erlebnisse zu untergraben und die Freude wieder zu nehmen. Aber Fakt ist, dass der Apostel Paulus sagt in Epheser 6, bedenkt, euer Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen Gewalten, gegen Mächte der Finsternis. Und wisst ihr, das ist immer wieder, man ist ja dann versucht, auch irgendwo auf gleicher Ebene zu agieren.
Wir müssen immer wieder daran denken, auch die Instrumente des Unsegens, auch in einer Gemeinde, die immer wieder auftauchen aus dem Nichts oder wie auch immer, diese Instrumente des Unsegens, sie sind Werkzeuge in der Hand dessen, der gegen jedes geistliche Anliegen ankämpfen möchte. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, auch hier in Niederrosbach. Dem Teufel gefällt es nicht, dass geistlich Aufbruch da ist. Dem Teufel gefällt es nicht, dass junge Geschwister da sind, die ein authentisches Anliegen haben, ihm zu dienen mit ungeteiltem Herzen. Das haben wir 20 Jahre nicht anders erlebt und auch hier wird es nicht anders weitergehen, weil es eine Gesetzmäßigkeit ist. Insofern ist es gut, wenn wir den Blick auf ihn behalten und wissen, mit ihm ist der Sieger auf unserer Seite. Wir schaffen das nicht. Also ich merke so als allererstes, der Erste, der nach den Waffen greift, ist dann mein alter Adam. Ja? Aber der sucht dann nicht nach dem Schild des Glaubens, sondern der sucht nach einem Knüppel oder so. Ja? Nein, wir dürfen und müssen in jeder geistlichen Situation einfach bewusst auch in dieser Schule lernen, in unserer Gemeinschaft, im Sieg Jesu, im Glauben voranzugehen. Und ich freue mich sehr, dass ihr das so erlebt habt und auch dieses gesegnete Erlebnis der Taufe erleben durftet. Ich glaube, du warst auch dabei, ja? Ich habe dich gesehen, wunderbar. Der Herr segne euch, weil da, wo wir treu sind, da, wo wir sein Wort ernst nehmen, wo wir bewusst uns in seine Fußstapfen stellen, das ist alleine, und ich betone das, das ist alleine der Weg, der zum Segen führt. Alles andere sind religiöse, menschliche Konstruktionen, die vielleicht vordergründig vielleicht zu dem einen anderen guten Gefühl führen, aber nicht wirklich zum Segen führen. Und ich möchte heute einen Abschnitt mit euch teilen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, und ich lese bis Kapitel 2 einige Verse raus, Vers 11 und noch Vers 16, 17. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aber ich möchte gerne einige Gedanken mit euch teilen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei oder vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündigt.
Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Hartes Wort. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgend sein Wort hält, und in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer das sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, welches ihr von Anfang hattet. Das alte Gebot ist das Wort, welches ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer da sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht, und kein Ärgernis oder Anstoß zur Sünde ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Bis hierher. Wir werden nicht auf jeden Vers logischerweise eingehen können heute Morgen, dann wird es lange. Aber ich habe das bewusst mal alles gelesen, damit uns der Zusammenhang des Wortes Gottes hier deutlich wird. Weil die einzelnen Abschnitte, die wir uns kurz miteinander anschauen möchten, müssen wir deutlich im Kontext sehen, in dem sie stehen. Dann bekommen sie noch viel mehr Kraft. Ihr Lieben, dieser Brief fängt an, und ich muss es vielleicht auch mit einem persönlichen Zeugnis verbinden, was von Anfang war. Ihr Lieben, das ist ein Merkmal des Johannesbriefs. Das haben wir gelesen, Kapitel 2, 7, sondern das Gebot, ein altes Gebot, was von Anfang war, auch in Kapitel 2, 24, was ihr von Anfang gehört habt und so weiter. Das ist ein Uranliegen des Johannes. Und ihr Lieben, das ist so interessant, wenn wir bedenken, dass dieser Johannesbrief geschrieben wurde zu einer Zeit, wo die übrigen Apostel schon beim Herrn waren. Die haben die schon zum größten Teil Märtyrertod erlitten gehabt. Und Johannes ist der Apostel, der am ältesten geworden ist, und ist auch der einzige Apostel, der nicht ein Märtyrertod gestorben ist. Er war ja lange in der Verbannung auf Patmos, von wo er auch die Offenbarung empfangen hat. Und er ist nach vielen Jahren der Verbannung zurückgekommen. Er hat die letzten Jahre seines Lebens
in der Gemeinde zu Ephesus zugebracht und einer seiner prominentesten Schüler, die bei ihm gelernt hatten, ist wahrscheinlich den meisten bekannt, ist ja dann Polykarpus, der später da auch Ältester von Smyrna wurde und auch von ihm sind uns ja viele Schriften überliefert worden. Dieser Johannes hatte eine Berufung und wisst ihr, diese Berufung, die geht ganz weit zurück. Nämlich als der Herr Jesus am See ging, im Markus-Evangelium, Kapitel 1, da sehen wir, dass er Männer sieht, die von Beruf Fischer waren. Ja? Und er sieht den Petrus, da heißt es von ihm, dass er das Netz im See hin und her warf. Und dann sagt der Jesus, komm her, ich habe eine neue Berufung für dich. Und wir kennen alle, wir nehmen das schon gerne mit den Kindern durch. Er sagt, ich möchte euch jetzt zu Menschenfischern machen. Okay? Wir sehen das deutlich, dass Petrus der Mann war, der von Anfang, als der Geist Gottes kam, als er vor diesen Menschen in Jerusalem stand, er hat den ersten großen Fischzug sozusagen angeleitet. Durch ihn sind viele, viele Menschen zum lebendigen Glauben gekommen. Und ihr Lieben, jetzt bleiben wir ganz praktisch bei dem Netz, bei dem Bild. Da sind wir gerufene Menschenfischer. Aber was ist denn das Netz, womit wir arbeiten? Was ist dieses Netz? Womit fischen wir denn? Das ist das Evangelium. Das ist das Wort Gottes. Damit laden wir die Menschen ein zum Heil. Und wisst ihr, der Johannes wurde ganz anders berufen. Ist euch das mal aufgefallen? Der Johannes wurde nicht berufen, als er die Netze im See hin und her warf, sondern wobei wurde denn Johannes berufen in Markus 1? Wisst ihr das? Als er die Netze ausbesserte, Markus 1,19. Er besserte die Netze aus. Und merkwürdigerweise könnt ihr die ganze Apostelgeschichte durchgehen, von Johannes finden wir wenig. Die großen Fischzüge, Johannes war eher auf dem Hintergrund. Aber, ihr Lieben, schon Paulus hatte gesagt in Apostelgeschichte 19, nach meinem Abscheiden werden falsche Brüder aufstehen und sie werden verkehrte Dinge reden und sie werden die Menschen hinter sich ziehen. Das war im Jahr 69. Okay? Das heißt, schon Ende 69, 70, den letzten Brief, den der Apostel Paulus schrieb, wer weiß, es war der zweite Timotheusbrief. Und dort sagt Paulus, sein Herz weint sozusagen, er sagt, alle, die in Asien sind, die haben mich verlassen. Schon da sehen wir, dass falsche Arbeiter da waren, die das Werk Gottes untergraben haben und die die reine Lehre des Evangeliums zerstört haben. Mit eigenen Gedanken, mit eigenen Ideen, mit Traditionen. Und das war damals natürlich ganz besonders stark, jüdisches Gedankengut, alttestamentliche Traditionen, die die Juden, die gläubig an Christus wurden, gerne noch mit in den neuen Bund rübergenommen hätten. Und ihr Lieben, wenn man sich mit den alten Schriften befasst, dann fällt einem auf, dass manche Wahrheit Gott sei Dank weitergelebt hat, aber es fällt einem auch auf, dass die Netze Risse bekommen haben. Dass die Wahrheit vom Teufel angegriffen wurde und dass falsche Gedanken, falsche Lehren sehr früh gekommen sind und die Wahrheit untergraben haben. Und jetzt kommt Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts auf den Plan und er realisiert seine Berufung. Er startet keinen großen Fischzug. Er repariert die Netze. Er bringt bewusst zurück zu dem, was am Anfang war. Liebe Geschwister, dieser Vers, der war bei mir mal ein Hammerschlag in meinem Herzen. Als ich selbst noch in einer traditionell verwurzelten Gemeinde unterwegs war und mir viele Fragen gestellt haben, warum ist das so? Warum läuft so vieles abseits der Schrift? Da habe ich in meiner stillen Zeit diesen Vers gefunden und habe gesehen, dass der Geist Gottes den Finger genau auf diese Wahrheit legt, was von Anfang war. Gott verändert sich nicht,
Seine Wahrheit verändert sich nicht. Und das Fundament einer biblischen Gemeinde verändert sich nicht. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer der, der gelegt ist, sagt der Apostel Paulus, das ist der Herr Jesus Christus. Und ihr Lieben, das wurde mir so deutlich. Dieser Vers wurde uns zu einer Berufung und das war eigentlich der eigentliche Anstoß, als wir damals loszogen und gebetet haben, gesagt haben, Herr, wirke wieder neu in dieser Region biblische Gemeinden, die nicht irgendwo im Kontext einer Tradition schwimmen, die nicht irgendwelchen Gewohnheiten oder irgendwelchen Richtungen verpflichtet sind, sondern die bewusst und authentisch und lebendig sich am Wort Gottes festmachen. Und die Antwort war damals völlig, dass wir das niemals gesucht hätten. Wir haben einfach dafür gebetet. Die Antwort war damals dann die erste Gemeinde, die wir in der Gegend von Hachenburg nicht wir ins Leben rufen konnten, die Gott ins Leben gerufen hat. Dass Menschen plötzlich da waren, die Hunger und Durst hatten nach der Wahrheit. Hunger und Durst hatten nach Gottes Wort. Und ich selber war so überwältigt, dass es Gott selber ist, der Hunger und Durst nach Gottes Wort in die Herzen legt. Und ihr Lieben, ich wünsche uns, dass wir diesen Hunger und Durst nach Wahrheit niemals stillen und hier genauso weitertragen, dass nichts anderes zählt als das, was von Anfang war. Ihr Lieben, denn Menschen sind immer geneigt, Kompromisse zu machen. Und wenn wir in die Christenheit hineinschauen, da sehen wir, wie immer ein Bedürfnis da ist nach Anpassung. Und ihr Lieben, ich nehme mal einfach ein Beispiel, weil es so stark in den Medien präsent ist. Diese großen Kirchen verzeichnen im Moment extreme Mitgliederverlust. Und die haben jetzt Angst um ihre Kohle und keine Ahnung was, ja? Und was machen sie? Sie hängen noch mehr bunte Schals in ihre Schaukästen und trauen noch mehr, keine Ahnung was für Leute und passen sich noch mehr an, weil sie denken, wir sind zu weit von der Gesellschaft abgehängt. Liebe Leute, um in der Welt zu leben, brauchen wir keine Gemeinde. Welt ist draußen genug. Begreifen wir das mal. Die machen genau den Kapitalfehler. Sie verlassen noch mehr was von Anfang an. Denken, das Rezept zum Erfolg sei Anpassung. Ihr Lieben, nein. Ihr Lieben, ein als Gemeinde Gottes ernst genommen zu werden, als Gemeinde Gottes Menschen zu erreichen, als Gemeinde Gottes Segen miteinander zu erleben, geschieht nicht dadurch, dass wir einfach die Latte immer tiefer hängen glauben, vielleicht springen dann mehr darüber. Das ist ein Irrtum. Sondern nur da, wo wir eindeutig und klar als Kinder Gottes wahrgenommen werden, wo wir ein glaubwürdiges, der Wahrheit verpflichtetes Lebensprofil haben, persönlich und gemeinsam, nur da werden wir auch wahrgenommen und ernst genommen. Um Welt zu haben, muss ich in keine Gemeinde zu gehen. Welt habe ich die ganze Woche überall. Um Rambazamba zu haben, brauche ich in keine Gemeinde zu gehen. Da kann ich in eine Disco gehen, gibt's schon. Ihr Lieben, ich muss immer wieder an das Zeugnis eines jungen Mannes denken. Der war drogenabhängig. Vor Jahren sind wir dem begegnet. Der hatte LSD genommen, aber schon richtig übelst viel. Und er kam in der Evangelisation, so unplanmäßig, und hat die Botschaft von Jesus gehört. Der war total überwältigt. Das hat er noch nie gehört. Er fällt auf die Knie. Also so echt, so erweckt von Gottes Geist. Und er sagt, ich habe eine Freude gehabt, die hat alles überstiegen, was ich auf irgendeinem Trip je erlebt habe. Es war unfassbar, es war eine Erfüllung. Und er sagt, normalerweise habe ich mir abends dann meine Drogen immer neben ans Bett gelegt, weil morgens musste ich ganz schnell was einwerfen, damit ich wieder halbwegs in der Balance war. Ja? Und er sagt, ich bin schlafen gegangen, ich bin morgens wach geworden und ich habe reflexartig meine Drogen gesucht und als ich schon meine Drogen suchte, schoss es mir durch den Kopf, stopp, hey, du bist Kind Gottes, du bist doch Kind Gottes, du bist frei. Oh, Halleluja, hat er gesagt, Herr, ich danke dir und ist aufgestanden und er sagt, das war so heftig, ich habe nie einen Entzug gehabt, sagt er, ich war frei, ich war einfach nur frei. Und er war dann sehr hyperaktiv
Da kam er sonntags in eine Gemeinde hinein, weil er meint, jetzt will ich ja meine Geschwister kennenlernen. Ich bin jetzt Kind Gottes. Und er kam in eine Gemeinde rein und in dieser Gemeinde ging es dann richtig, richtig ab. Ja? Sehr weltlich. Und er erzählte dann, und ihm standen die Tränen in die Augen, er sagt, ich saß da, ich war wie vom Donner gerührt. Und dann ist er, war sehr kindlich, er sagt, ich bin im Gottesdienst aufgesprungen, bin nach vorne gelaufen. Hey, hey, was macht ihr denn hier? Und die waren alle ganz irritiert, die wussten gar nicht, was er will. Ja, sagt er, ich habe mich diese Woche von dem allen doch wegbekehrt und ich wollte jetzt zu Gott kommen und ich stehe genau wieder da, wo ich mich bekehrt habe. Das sagt er. Wow, das war ein hartes Zeugnis, oder? Ich wollte doch aus dieser Welt zu Christus kommen und komme in die Gemeinde und finde mich in der Welt wieder. Ihr Lieben, das ist schrecklich, wenn sowas passiert. Und darum, ihr Lieben, ist genau diese Botschaft unsere Botschaft. Dieses Fundament, unser Fundament, was von Anfang war. Ihr Lieben, bewusst fest zu bleiben in dem Grund, den Christus und seine Apostel uns gelegt haben. Und wenn wir meinen, wir könnten woanders bauen und wir müssten glauben, dass wir einem rückständigen Gott etwas nachhelfen müssten, ja, dann sind wir definitiv auf dem Holzweg und nicht mehr auf dem Segensweg. Ihr Lieben, die Wahrheit Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes ist wirksam und lebendig. Und wenn wir sein Wort ins Zentrum stellen, da ist Leben da. Und Johannes 6 sagt der Jesus, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. So, wunderbar. Und darum dürfen wir uns so sehr ermutigen. Judas sagt, drückt es so aus, dass wir für den ein für allemal überlieferten heiligen Glauben kämpfen. Ganz klar. Was von Anfang war. Ihr Lieben, dieser eine Vers, diese eine Aussage, die können uns heute Morgen beschäftigen. Aber ich wollte nochmal ganz deutlich uns so sehr ermutigen, dass der Grund unseres gemeinsamen geistlichen Lebens ist unverrückbar. Und wir müssen und dürfen wachsam sein. Und ich weiß, warum ich das sage. Wenn ich in diese Kirchengeschichte hineinschaue, dann können wir immer wieder entdecken, dass eine Erweckung oftmals in der zweiten, spätestens der dritten Generation wieder zu Traditionen erstarrt ist. Und das, was einmal authentisch und sprudelnd aus dem Geist Gottes gelebt wurde, wieder einfach eine Art, ich sag jetzt mal, religiöses Schema wurde, das in sich vielleicht inhaltlich nicht unbedingt falsch war, aber das nicht mehr wirklich aus dem lebte. Das nicht mehr wirklich aus Gottes Geist sprudelte. Und darum ist es wichtig, ihr Lieben, Erweckung, erwecklicher Glaube ist nicht vererbbar. Ich wurde immer wieder daran erinnert an Hiskia. Ihr kennt ja diese mächtige Erweckung. Hiskia wird von Gottes Geist angerührt. 2. Könige 18, er räumt den Tempel auf. Alles raus, was nichts mit Gott zu tun hatte, was über die Jahre da sich angestaut hatte. An Traditionen, an religiösen Vorstellungen, auch an Götzendienst. Selbst Leute, das ist unglaublich, wir stellen uns ja kein Butter hier hin, aber es können tatsächlich richtige Dinge Götzendienst werden. Da war mitten im Tempel die Nechustan. Wisst ihr, was es war? Das war die eherne Schlange, die Mose in der Wüste gemacht hatte, als Schlangen das Volk Gottes angegriffen haben, weil sie gesündigt hatten. Und Mose richtete diese Schlange auf. Diese Schlange, die der Herr Jesus als Beispiel für das Evangelium genommen hatte, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, Johannes 3, wird der Sohn des Menschen erhöht werden. Hey, hättet ihr so eine Schlange weggeworfen, nachdem ihr das erlebt habt? Die hätte ich auch in eine Vitrine gestellt, oder? Aber was haben die Kinder Israel damit gemacht? Die fingen an, dieser Schlange zu räuchern. Und ihr Lieben, wir können das beobachten. Liebgewordene Traditionen, die vielleicht zu einer speziellen Zeit, in einer speziellen Situation eine geistliche Berechtigung hatten, archiviert in einem religiösen Denken, wird zu Götzendienst. Ihr Lieben, geben wir nicht den Früchten die Ehre, geben wir nicht den Gaben die Ehre,
geben wir alleine Gott die Ehre. Alles andere ist Götzendienst. Natürlich gibt es auch andere Beispiele in der römischen Kirche, der Reliquienkult, das ist ja auch nichts anderes. Aber ihr Lieben, wir müssen nicht so weit greifen. Wir denken, ja, die Kirche Roms ist ja weit weg von uns. So weit müssen wir nicht greifen. Wir müssen schauen, was in unserem Herzen oben ist und alleine die Ehre bekommen, was von Anfang war. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und ihr Lieben, was war am Anfang? Was steht am Anfang des vollendeten Heilsplans Gottes im neuen Bund? Das können wir nachlesen in Johannes 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ihr Lieben, egal was wir leben und lehren, im Zentrum steht nicht eine Theologie. Auch wenn wir verpflichtet sind, die Lehre der Apostel ganz gerade im Auge zu behalten. Sie ist unsere Baustatik sozusagen. Ja? Also wenn man ein Haus baut, dann berechnet eine Statik, dass das Ding auch am Ende stehen bleibt. Und wenn man das nicht beachtet, dann kann es beim nächsten Sturm eng werden. Ja? Dann kann sein, dass dann irgendwas beieinander klappt. Aber ihr Lieben, in einer Statik kann man nicht leben, oder? Und einem Bauplan kann man auch nicht leben. Aber was ist der Unterschied zwischen der Lehre, dem Bauplan und der Statik und dem Haus? Das Haus ist sozusagen der gelebte Plan. Und was ist der gelebte Plan Gottes in seiner Gemeinde? Christus. Christus. Das Wort des Lebens, das sich nicht über eine Theologie definiert, sondern über eine Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt der Herr Jesus. Er. Und darum verkündeten die Apostel Christus. Und der Paulus sagt zu den Korinthern, ich will nichts unter euch wissen, außer Christus. Und ihn als gekreuzigt. Und ihr Lieben, was ist das Ziel Gottes, des Heiligen Geistes, das Ziel des Wortes in deinem, meinem Leben? Christus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass wir verwandelt werden, nicht zu einem guten moralischen Leben, zu einem, keine Ahnung was, dass wir verwandelt werden in das Bild des Christus. Und ihr Lieben, gerade solche Kämpfe, die dienen und helfen genau dazu. Nein, die sind nicht leicht. Da liegt man schon mal nachts wach und denkt, hä, was geht jetzt hier falsch? Und hinterher merkt man, wie sagte Esra, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Psalm 119 wurde von Esra geschrieben. Wissen viele nicht, steht auch nicht bei, in der jüdischen Überlieferung ist sonst gesagt. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Wisst ihr was? Die Gnade Gottes wird dir nur so groß, wie das Bewusstsein deiner eigenen Kleinheit ist. Und über die vielen Jahre des Lebens, wo man viel studiert hat, sich mit vielem auseinandergesetzt hat, vieles gesehen und erlebt hat, ich sage euch ganz offen und ehrlich, das Fazit dieser vielen Jahre, 40 Jahre studiere ich die Schrift jetzt, Wahnsinn, 40 Jahre. Wisst ihr, was das Fazit ist? Du selber wirst so klein vor der Größe Gottes, dass du einfach dich nur mehr und mehr in die Gnade Gottes hineinflüchtest. Das ist der entscheidende Punkt, dass du gar nichts bist und ich gar nichts bin und Christus alles ist. Wachset aber in der Gnade, okay? Und in der Erkenntnis, nicht in der Erkenntnis einer guten Theologie, in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Gnade
und die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus, das sind die beiden Komponenten, die uns geistlich groß machen, die uns wachsen lassen. Und ihr Lieben, das steht am Anfang, das Wort des Lebens. Und Johannes sagt, hey, wir haben das betastet, wir haben das gesehen, wir waren live dabei, wir haben Christus. Wie willst du das sagen? Johannes ringt hier förmlich nach Worten. Schau doch mal, wir kennen uns, keine Ahnung, mit verschiedenen schon ein paar Jahren. Ja? Jetzt könnte ich hergehen für den Bruder Lothar eine Biografie schreiben, okay? Und dann könntest du diese Biografie lesen, ich würde mich mit ihm zusammensetzen, sagen, hey, erzähl mal aus deinem Leben, mach eine Biografie. Man könnte von den Erfahrungen, Erlebnissen dann profitieren. Und jeder, der dieses Buch lesen würde, hätte irgendein Bild dann vom Opa Lothar, ja? Und dann hätte er vielleicht die Chance, irgendwann dem Opa Lothar persönlich zu begegnen. Das wird er sagen, ah, so habe ich mich dir nicht vorgestellt. Oder? Ja, wahrscheinlich. So, ist ja normal. Das heißt, ich kann etwas schreiben und mir merken, Johannes möchte etwas mitteilen. Aber er sagt, ja, das war Begegnung. Das kann man irgendwie gar nicht. Er sagt am Ende seines Evangeliums, wenn ich das alles aufschreiben wollte, so habe ich ein Gefühl, so ein Gedanke, die Bücher dieser ganzen Welt würden das nicht auffassen. Ja? Das ist eine Person kannst du nicht in eine Theologie definieren. Und ihr Lieben, wie können wir aber dem Herrn Jesus begegnen? Wie können wir diese Begegnung mit ihm haben? Indem wir Gemeinschaft mit ihm haben. Gemeinschaft durch sein Wort und jetzt kommt die ganz entscheidende Komponente, durch seinen Heiligen Geist. Denn nur sein Heiliger Geist, Jesus hat gesagt, dieser Geist, Johannes 14, er wird von mir nehmen und euch verkündigen. Dieser Geist ist das, was die Tiefen Gottes erforscht, sagt Paulus, und uns offenbart. Und wenn wir Gemeinschaft haben und wenn wir bewusst in diese Gemeinschaft mit ihm hineintreten, das heißt das Zeugnis der Apostel im Glauben fassen, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Ihr Lieben, bereits, und es beginnt ganz kindlich und ganz klar, und das wird im Johannesbrief noch sehr ausführlich erklärt, es beginnt mit einfachem Glaubensgehorsam gegen sein Wort. Ganz schlicht, ganz kindlich. Sein Wort ist Wahrheit. Und schau mal, wenn wir nach Johannes 14 gehen, da haben wir ja schon diese Gemeinschaft angekündigt. Und er sagt, Vers 23, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater und ich werden ihn lieben. Und was wird passieren? Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Krass, oder? Und ihr Lieben, das ist so klar. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge in der Schrift, die sind so einfach. Und dann diskutiert man endlos rum. Warum diskutierst du eigentlich? Sie stehen doch einfach da. Sei doch mal kindlich. Der Jesus nimmt ein Kind und sagt, hier, guck mal, dieses Kind, das diskutiert nicht lange. Das nimmt das an, was ich sage. Diese Kindeseinfalt zum Gehorsam, von der will der Teufel uns abschneiden. Denn 2. Korinther 10 sagt Paulus, ich fürchte aber, so wie damals die Schlange die Eva verführte, auch ihr verführt werdet. Und zwar wovon? Oh, von eurer großen theologischen Erkenntnis. Nein, dass ihr verführt werdet, weg von der Einfalt gegen den Christus. Hatten unlängst ein spezielles Thema, wo ist das Problem? Ja, das steht nur einmal in der Bibel, nur da im Brief. Ihr sagt, und reicht das? Nicht. Nee, sie meinten, wenn man etwas gehorsam tun müsste, müsste es mindestens zweimal in der Bibel stehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob eine Mutter glücklich damit ist, dass sie prinzipiell zweimal was sagen muss oder ein Vater. Nein, ihr Lieben, lasst uns einfach doch mal den Herrn Jesus und sein Wort kindlich ernst nehmen. Und sagen, Herr, wenn du das so sagst, auch wenn ich das nicht verstehe, ich muss das auch gar nicht verstehen. Aber wenn du das sagst, dann weiß ich, da steckt deine Liebe, da steckt deine Weisheit, da steckt deine Größe drin, dann will ich das tun. Ihr Lieben, Petrus wusste vorher auch nicht, wie das geht, dass man aufs Wasser läuft. Aber er hat gesagt, wenn du das sagst, will ich das mal tun. Ihr Lieben, wir müssen auch Glaubensschritte tun. Und Glaubensschritte sind Gehorsamsschritte. Und die tun manchmal weh, weil sie gegen meine eigenen Gefühle und gegen meine eigenen Wünsche und meine eigenen Vorstellungen gehen. Aber ihr Lieben, meine Vorstellungen retten
mich nicht und meine Vorstellungen tragen mich auch nicht, auch wenn ich mich jetzt sehr stark fühle. Aber der Herr kann uns zeigen, wo die Grenzen unserer eigenen Kraft sind und wo wir unsere eigenen Vorstellungen vielleicht dann in manch tiefer Stunde endlich mal zu Grabe tragen. Ihr Lieben, wunderbar, er sagt, wir schreiben euch dies, wir erinnern euch an diese Botschaft, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Ihr Lieben, und Gemeinde Gottes ist Gemeinschaft. Und wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Und ich sage euch, wer diese Gemeinschaft billig handhabt, wer billig seine Geschwister mit Füßen tritt und hier Geschwister wegwirft und da liegen lassen kann, nach Belieben und Willen, der hat nie verstanden den Wert, wozu Gott uns gerufen hat. Dass wir Kinder Gottes sein dürfen und zu seiner Familie gehören. Gemeinschaft ist was unfassbar Wertvolles. Und der Herr möchte eure Gemeinschaft hier segnen. Warum? Wie funktioniert nämlich diese Gemeinschaft? Manche denken, mit dieser Gemeinschaft kann man ein Spiel machen. Ihr Lieben, nein! Gemeinschaft ist nicht gleichzeitig. Gemeinschaft ist nicht, dass ihr zum selben Zeitpunkt in einem selben Raum sitzt und dieselben Lieder singt. Das ist nicht Gemeinschaft. Gemeinschaft ist das, was unsere Herzen wirklich authentisch und klar verbindet, in seiner Liebe durch seinen Geist gewirkt. Das ist Gemeinschaft. Und darum sagt er ganz klar, diese Botschaft vom Anfang ist es, die uns verbindet. Da haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und wenn du bei dem Vater und dem Sohn bist und ich auch und du auch, wisst ihr, was dann passiert? Dann treffen wir uns da. Sind wir alle da. Und darum ist das Zentrum von Gemeinde Gottes und Gemeinschaft der Gemeinde Gottes nicht ein gemeinsames Anliegen und auch nicht ein gemeinsames Programm, sondern wo zwei oder drei versammelt hin sind, zu ihm hin. Christus ist das Zentrum dieser Gemeinschaft. Und da, wo unsere Herzen ihn suchen, da werden unsere Herzen ihn finden. Und wo unsere Herzen ihn finden, sagt Johannes, da werden sich auch unsere Herzen untereinander finden. Okay? Weil die Liebe des Vaters uns durchdringt und uns miteinander verbindet. Und zwar nicht auf einen Augenblick, nicht auf ein Projekt. Ihr Lieben, das ist, könnt ihr euch stellen, wohin ihr wollt, ihr könnt mich mögen oder nicht mögen, ist egal. Wenn du ein echtes Kind Gottes bist, wirst du deine Brüder lieben. Das sagt Johannes später. Daran erkennen wir, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Ihr Lieben, ihr werdet nie an mir vorbeikommen. Wenn wir im Himmel sind, werde ich auch dabei sein. Also, wir sollen schon miteinander arrangieren, oder? Die ganze Ewigkeit wartet noch miteinander auf uns. Was ist das Ergebnis, wenn in dieser geistlichen Gesetzmäßigkeit miteinander leben, auf diesem Fundament, das ein für alle Mal gelegt ist? Was ist das Ergebnis? Vers 4 am Ende, vollkommene Freude. Halleluja. Hey, das ist so klasse. Wir merken, das ist mehr wie ein Verein, mehr als etwas Gemeinsames, etwas, das unsere Herzen froh macht. Paulus sagt, als wir die Brüder sahen, fassten wir Mut. Ja, das ist so. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke und wir sollen und müssen uns aus der Gemeinschaft mit Christus stärken. Ja, aber wir sollen und dürfen auch, wie Paulus in Römer 1 sagt, gestärkt werden durch den Glauben, der in dem anderen ist. Und darum ist Gemeinschaft etwas so Wertvolles. Etwas, das wir hochhalten sollen. Etwas, auf das wir aufpassen sollen. Epheser 4 sagt, dass wir allen Fleiß daran verarbeiten sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren im Bande des Friedens. Da werden wir niemals billig von einem Bruder, einer Schwester weglaufen. Fleiß anwenden heißt, wenn ich auch nur den Hauch habe, dass etwas zwischen uns stehen könnte. Ich setze alles daran, dass das in Ordnung kommt. Weil mir diese Gemeinschaft teuer und wertvoll ist. Wir leben heute in einer Zeit, einer Welt, wo man jeder Herausforderung direkt aus dem Weg geht. Ja, da passt mit dem Partner nicht, lässt man sich scheiden, passt die Ausbildung nicht, schmeißt man die Ausbildung. Ihr Lieben, die Devise heißt, Probleme löst man dadurch, indem man ihnen ausweicht. Lieben der Gemeinde Gottes geht das nicht so. Paulus redet viel von Geduld, voneinander vergeben. Warum? Weil wir kommen zusammen als unvollkommene Menschen. Wir kommen zusammen als Kinder Gottes, die alle Lernende sind. Und die Tatsache, weil wir Lernende sind, beinhaltet, dass wir Fehler machen, dass wir noch Korrektur bedürfen.
Ich lebe aus der Vergebung, Geschwister. Ich lebe nicht daher, dass ich alles gut gemacht habe. Ich lebe aus der Vergebung. Und so kommt er, sagt, wenn wir Gemeinschaft haben, dann funktioniert das nur, Vers 5, wenn wir im Licht Gottes wandeln. Ihr Lieben, wenn wir uns ein Spiel spielen, wenn wir eine fromme Rolle spielen in der Gemeinde und woanders, jemand vollkommen anders sind. Leute, das wird nie funktionieren. Vers 5, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und euch verkündigt, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und Wandel in der Finsternis, so lügen wir. Und ihr Lieben, warum? Warum dürfen wir in der Gemeinde Gottes im Licht wandeln miteinander? Warum ist das so? Ganz einfach. In der Welt ist man sauer aufeinander, wenn jemand versagt, sich verschuldet. Erlebe ich jeden Tag bei mir auf der Arbeit, wie Menschen sauer sind, wenn irgendwas schlecht läuft. Ihr Lieben, der Jesus hat gesagt, wie wir beten sollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Und dann, und vergib uns unsere Schulden oder Sünden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Ihr Lieben, wenn jemand Antwort auf Versagen und Schuld hat, dann wir Christen. Wenn jemand an Schuld und Versagen nicht zerbrechen muss, dann wir Christen. Weil wir leben aus der Vergebung und wir gewähren einander Vergebung. Und wenn wir das Prinzip aus den Augen verlieren und wenn wir stattdessen, dass wir Schuld klären und aufräumen und im Licht wandeln, in der Transparenz, machen wir ein Versteckspiel. Ja? Oder darf der aber nicht hören, oder? Hallo, geh doch zu dem hin. Oder zu ihr. Wieso sollen die das nicht hören? Wenn du was hast, sei doch im Licht. Ihr Lieben, ich sage euch ganz klar, alles, was wir miteinander reden über andere, was andere nicht hören können und sollen, das ist Sünde. Das ist nicht im Licht. Und du wirst sofort merken, die Gemeinschaft zerbricht daran. Sofort. Du merkst schon, du begegnest dem Bruder, der Schwester, nächstes Mal in der Gemeinde, wenn du überhaupt kommst. Vielleicht hast du schon gar keine Lust zu gehen, weil du innerlich deine Beziehung zu deinen Geschwistern selber ruiniert hast mit deiner Zunge, statt für sie zu beten. Und du merkst Distanz. Du denkst, hä? Was hat der denn? Hab ich ihm irgendwas getan? Der war irgendwie komisch zu mir, oder? Und dann lasse ich das noch stehen. Und wenn der Teufel einmal einen Fuß in der Tür hat, ich sage euch, das geht über Nacht. Und eine gesegnete Gemeinschaft ist zerbrochen. Darum ist es so wichtig, ihr Lieben, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir. Ihr Lieben, wir müssen uns da, wo wir versagen, und wir versagen immer, uns ehrlich dieser Dinge stellen. Anders wird es nie funktionieren. Und ihr Lieben, darum ist Gemeinschaft so wichtig und so heilig, weil hier Gottes Gegenwart und Gottes Licht miteinander gelebt und geteilt wird. Und ihr Lieben, was ist die Folge daraus? Gehorsam gegen sein Gebot, haben wir gelesen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, so sind wir schuldig, oder wenn wir sagen, dass wir in ihm sind, sind wir schuldig, auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Da sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Das Wort des Lebens, das anschaulich werden sollte in Christus und heute anschaulich sein soll in uns. Menschen sollen in dir Christus sehen. In deinen Begegnungen, in deiner Art zu leben, will der Herr Jesus sich selber reinschreiben, damit wir Briefe Christi werden gelesen und gekannt von vielen Menschen. Und er sagt, guck mal, ihr seid schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wie ist denn der Jesus gewandelt? Müssen wir mal ganz kurz überlegen. Philipper 2 kennen wir alle, denn diese Gesinnung sei an euch, die auch in Christus Jesus war. Und was war das Erste? Der es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aha. Also, das Erste ist, Jesus strebte nicht nach hohen Dingen. Er strebte nicht, religiöser Anführer oder frommer Star zu sein, sondern er entäußerte sich. Er nahm Knechtsgestalt an. Ihr Lieben, wie sind wir? Wir Menschen wollen herrschen.
Und ich habe das immer wieder erlebt. Es gibt so viele Tendenzen in unseren Herzen, wenn wir nicht aufpassen. Und in der Realität können wir es leider manchmal mit den Händen fassen, dass über Herzen, über Gewissen geherrscht werden soll. Da, wo es religiös wird, wird immer über die Gewissen geherrscht. Müssen wir mal schauen. Das lebt immer aus Machtstrukturen, immer. Und wisst ihr, ihr Lieben, Paulus sagt im 2. Korintherbrief, nicht, dass wir solche sind, die über euren Glauben herrschen, sondern was war denn das Ziel des Paulus in 2. Korinther 2? Er sagt, vielmehr wollen wir Diener, schau mal, da sind wir schon wieder bei der Knechtsgestalt, ja? Diener sein eurer Freude. Okay, da sind wir wieder hier. Das ist der Punkt, wo wir dieses Uranliegen des Christus miteinander lebendig pflegen, uns daran erinnern und ausrichten, da ist Freude. Und Paulus sagt, Leute, mir geht es nicht darum, über euch zu herrschen. Mir geht es nicht darum, einen großen Apostel rauszuhängen, obwohl er der große Apostel war. Und er sagt, er könnte manches fordern in seiner Autorität. Aber er tut es nicht, sondern er ermutigt und er fördert die Geschwister zur Freude. Und das hat Christus so getan. Er wurde klein, er wurde demütig. Und was war der nächste Schritt? Was wurde er dann, nachdem er Knechtsgestalt annahm und indem er gehorsam wurde? Oh, das ist so schwer. Unsere Kinder lernen ja schon hart daran. Wir Großen haben so ein bisschen gelernt, unsere Schule zu retuschieren, aber wir lernen doch immer noch daran, oder? Also wer hat das so unter den Füßen, den Gehorsam? Wir lernen noch immer dran, oder? Aber wir wollen uns heute ermutigen, weil darin der Segen liegt. Und Christus war gehorsam. Er sagt, diese Gesinnung sei in euch. Und das ist das Erste. Wir sind schuldig zu wandeln, wie er gewandelt ist. 2. Petrus 2, 5 geht es noch weiter. Außerdem sagt auch Philipper 2, diese Gedanken, wenn er dann zeigt, dass dieser Gehorsam ihn ans Kreuz geführt hat. Aber Petrus sagt wörtlich in 1. Petrus 2, dass er, als er gelitten hat am Kreuz, uns ein Beispiel hinterlassen hat, auf das wir seinen Fußstapfen nachwandeln. Ihr Lieben, eine Bereitschaft, so sehr die Wahrheit zu lieben, so sehr im Wort verwurzelt zu sein, so sehr in Christus zu lieben, dass selbst dann, wenn es mir wehtut, dann, wenn ich Nachteile und Schmerzen dadurch erlebe, ausgegrenzt werde, hier wird man ja bestenfalls belächelt und ausgegrenzt, aber vor Jahrhunderten oder auch in anderen Erdteilen, wären Menschen froh, sie würden nur um ihres Glaubens willen belächelt. Auch hier in Europa haben ja über Jahrhunderte die Scheiterhaufen gebrannt. Und Geschwister haben gestanden und im Todeskampf den Herrn gepriesen. Fußspuren des Heilands. Muss man drüber nachdenken. Petrus sagt, Christus hat ein Beispiel hinterlassen. Aber Johannes 13 noch mehr, da sagt der Herr Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, Vers 35. Und dieses Gebot, darauf kommt Johannes hier immer und immer wieder zurück. Und dieses Gebot heißt, dass ihr einander liebt. Nein. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist was anderes. Der Jesus hat sogar gesagt, dass die Zöllner die Sünder lieben. Die lieben sich selbst untereinander. Eine Hand wäscht die andere. Das ist auch in der Welt so. Aber Jesus sagt, ihr seid schuldig zu wandeln, wie ich gewandelt bin. Ihr Lieben, später sagt er in 1. Johannes 3, Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Und er sagt nochmal, auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Boah. Geschwister, merken wir, wie sehr wir noch in der Schule sind? Also ich fühle mich hier im Moment gerade wie in der ersten Klasse. Ihr Lieben, eine Liebe, die sagt, ich will ein Segen sein um jeden Preis. Da dürfen wir dran lernen. Ich will nicht um mich selber kreisen. Ich will mich nicht festbeißen an meinen eigenen Befindlichkeiten. Oh, die sind so schnell da. Wenn die einer nur auf die Füße tritt, sofort meldet sich. Bevor der Geist Gottes mir eine Anleitung gibt, hat mein alter Adam sich schon zu Wort gemeldet. Wenn mir einer auf die Füße gelaufen, sage ich euch. Und dann muss ich mich entscheiden, was ich will. Ich muss mich entscheiden, was ich will. Und lieben, Christus in mir ist eine Entscheidung. Das ist kein Gefühl, das ist eine Entscheidung. Und ich sage, Herr Jesus, lass mich hier alleine in deinen Fußstapfen bleiben.
Und ich will meine Brüder lieben, ich will meine Geschwister lieben. Ich will freimütig sagen können meiner Gemeinde, dass ich jeden Einzelnen, so wie er gewachsen ist, wie er lebt, in Aufrichtigkeit liebe. Aber so zu lieben wie Christus, da bin ich noch ganz fett dran am Lernen. Aber wir wollen uns heute daran erinnern, wir wollen uns ermutigen. Ihr Lieben, jede Respektlosigkeit, jede Unfreundlichkeit, das ist unterste Ebene. Das ist eigentlich abseits der Diskussion der Liebe. Das ist nicht mal bei natürlicher Liebe so. Aber Gottes Liebe hat einen viel höheren Anspruch. Und ihr Lieben, lasst uns in der Agape Gottes miteinander leben. In einer Liebe, die nichts erwartet, die nachts, oh, auch wenn wir sagen, echt okay ist und alles, dann liebe ich den. Und wenn ich merke, der kommt mir quer, das kann nicht sein. Als Geschwister entscheiden wir uns füreinander. Und zwar nicht nur dann, wenn alles glatt läuft, auch dann, wenn es Probleme gibt. Warum? Weil wir doch Antworten für diese Probleme haben. Wir stehen doch nicht ohne Christus hier und sind unseren eigenen Sympathien ausgeliefert, oder? Christus in uns ist die Wahrheit zur wahren Gemeinschaft, im Licht zu wandeln, in echter Gemeinschaft zu wandeln, in der Liebe zu wandeln. Und was macht diese Gemeinschaft mit Christus noch? Die hat noch eine Auswirkung. Diese Gemeinschaft in Christus ist das oder das Umfeld, in dem geistliches Wachstum gedeiht. Er redet hier von Kindern, von Jünglingen und von Vätern. Und er zeigt, wie alles miteinander zusammenwirkt. Und das ist so wunderbar. In einer geistlichen Gemeinschaft hat jeder seinen Platz. Wie in einer Familie. Ja, in Manoah genauso wie ein Bruder Loder. Ja, um mal so die größte Spanne aufzuzeigen. Ihr Lieben, nein, es ist nicht so, dass jemand erst in die Gemeinde Gottes kommen darf, wenn er eine gewisse geistliche Reife erreicht hat. Und dann dürfen wir ihn taufen und keine Ahnung, wie das oft gehandhabt wird. Nein, ein Mensch, der neues Leben aus Gott hat, der in Christus ist, der gläubig ist, ist Teil der Familie Gottes. Und wir nehmen einander an, auch den Jungbekehrten mit all seinen Baustellen und den alten Bekehrten mit seinen noch größeren Baustellen. Okay, das ist so. Das ist Geheimnis wahrer Gemeinschaft in der Liebe Gottes. Da gibt es Kinder, Väter, Jünglinge. Über dieses Wachstum könnte man jetzt sehr viele interessante Aspekte hier noch rausarbeiten. Das lassen wir mal außen vor. Ich will zuletzt noch auf den letzten Punkt kommen, der ebenfalls sich mit einer wahrhaftigen und geistlichen Gemeinschaft verbindet. Und das ist, dass Gemeinschaft etwas ist, das einerseits offen ist, ja, und andererseits geschlossen ist. Das klingt jetzt sehr paradox. Also bleiben wir mal hier in der Gemeinde. Wir haben 4 Wände, aber wir haben auch eine Tür. Und wenn jemand hier rein will und der will hier durchs Fenster, da wird der Sahn mit aller Entschiedenheit versuchen, ihm klarzumachen, dass da oben eine Tür ist. Oder? Ihr Lieben, Gemeinschaft hat Grenzen. Und diese Grenzen werden auch hier aufgezeigt. Und die klarste und entschiedenste Grenze ist hier Vers 16, die Welt. Die Welt. Was meint das? Müssen wir jetzt ein Kloster gründen und eine hohe Mauer bauen zur Welt? Genau das meint es natürlich nicht. In Johannes 17 sagt der Jesus, ich lasse euch in dieser Welt und ihr seid auch in dieser Welt. Aber jetzt kommt das alles Entscheidende, was der Jesus sagt. Er sagt, ihr seid aber nicht von dieser Welt. Das ist der entscheidende Punkt. Schaut mal in 1. Johannes 3, sagt er, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht. Das ist eine merkwürdige Übersetzung. Ich werde euch das aber gleich erklären, weil dieses griechische Wort hier für erkennen, das hat eine etwas breitere Bedeutung wie unser deutsches Wort. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihr Lieben, erkennen, das kennen wir schon aus 1. Mose, Adam erkannte seine Frau. Erkennen meint nicht einfach nur, da sitzt der Johann, ich erkenne das so, ja, meine Brille ist noch gut genug oder so, sondern erkennen, man könnte es auch übersetzen mit kennenlernen. Erkennen meint in eine Beziehung zueinander treten, wo man einander kennenlernt und versteht. Also man könnte 1. Johannes 3 auch so übersetzen, deshalb kann die Welt mit uns nichts anfangen, weil sie auch mit Christus nichts anfangen kann. Das ist vielleicht so ein bisschen die Übersetzung. Also erkennen im Sinne,
Die Christen, komische Leute, oder? Wenn wir konsequent sind in dieser Welt, sind wir komische Leute. Glaub mir das. Wenn du nicht komisch in dieser Welt bist, dann bist du zu weit von Christus weg. Denn Christus war komisch in dieser Welt. Und für die meisten Menschen dieser Welt ist Christus immer noch komisch. Und echte, konsequente Christen sind immer noch komische Leute. Wenn das, was in dieser Welt erstrebenswert gilt, das, was eben in dieser Welt Maßstab setzt, das sagt mir gar nichts. Ich weiß noch, wie jemand hoch irritiert war, weil er mit seinem ganz neuen Mercedes punkten wollte. Ich sag, mein Auto fährt. Ja, ich brauche doch keinen Stern, oder? Mein Auto fährt, das reicht doch. Ihr Lieben, die Welt schaut nach Statussymbolen. Ich habe mir das gelesen, der Hochmut des Lebens. Die Welt will was darstellen. Die will schillern. Die will Prestigeobjekte vorweisen. Gut ist, dass wir die ganzen Bankverbindungen von diesen Leuten nicht kennen, die alle solche Prallos fahren oder so. Manche haben auch das Geld, aber die wenigsten, glaube ich, liegt der Fahrzeugbrief nicht daheim im Kästchen. Aber man stellt das so dar. Ich habe was, ich bin was. Ihr Lieben, und wenn du jetzt merkst, du treibst hier nicht mit. Du hast andere Maßstäbe. Das, was in der Welt groß ist, womit die Welt sich groß machen will, das beeindruckt uns gar nicht. Sind wir doch komisch, oder? Sehr komische Leute. Aber noch mehr, ist nicht nur der Hochmut des Lebens, auch die Lust der Augen, die Lust des Fleisches. Und ihr Lieben, es gibt so viele Dinge, die sich uns anbieten, die keine Sünde sind, aber die irdisch sind, die uns dennoch verstricken. Paulus redet einmal von Menschen, die wieder in die Sünde gehen, aber er redet in Philipper 3 von Menschen, die das Kreuz Christi darin verachten, indem sie irdisch gesonnen sind. Ihr Lieben, irdisch gesonnen, puh. Ich habe für mich selber nicht diese Frage bis zu Ende verstanden. Wo fängt das an und wo hört das auf? Lebe ich für diese Erde? Ja, natürlich müssen wir unseren Alltag bewältigen. Natürlich muss das Einkommen stimmen. Natürlich muss was am Tisch stehen für die Familie. Und natürlich brauchen wir doch ein Dach über dem Kopf. Und natürlich müssen wir auch in dieser Welt und dieser Gesellschaft irgendwie von A nach B kommen, auch wenn 6000 Jahre vor uns niemand in jedem Auto gesessen hat. Natürlich ist das heute so. Aber die Frage ist, wo mein Herz ist. Und die Frage ist, was zählt in meinem Leben? Die Frage ist, wo sind die Prioritäten meines Lebens? Das ist die Frage. Und die Frage ist auch, habe ich eine klare Grenze zu den Idealen dieser Welt? Das ist eben nicht nur Materialismus. Das ist auch das Denken dieser Welt. Das ist Kolosser 2, auch die Philosophie dieser Welt. Ihr Lieben, wie stark ist die Theologie der Christenheit durchzogen durch weltliche, atheistische Philosophen? Das ist krass, wenn ihr euch damit mal auseinandersetzt. Auch ihr in den Schulen, ich möchte das euch nochmal so ans Herz legen. Ihr merkt es, ihr habt es auch oft gar nicht gemerkt, das ganze pädagogische System ist humanistisch. Und der Humanismus ist eine antichristliche Philosophie. Und ihr werdet das immer wieder merken, wie schleichend euch Werte vermittelt werden, wo letzten Endes abseits von Gottes Maßstäben allein der Mensch Maß aller Dinge ist und im Zentrum steht. Ja, und wenn dem Prinzip der Selbstverwirklichung, das ist ja, wie man heute Freiheit definiert, irgendwas im Wege steht, womöglich noch ein Elternhaus, das Kindern Grenzen stellt. Oh, Katastrophe. Was? Eltern die Grenzen stellen? Es gibt ja heute fast keine größere Katastrophe, oder? Und da steht ja der Selbstverwirklichung im Weg. Ja? Das ist die Katastrophe in dieser Welt. Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Das, merkt ihr, das sind Werte, die sind nicht mal ansatzweise übereinzubringen. Und ihr Lieben, auch als Gemeinden, es macht keinen Sinn, und damit komme ich am Ende zu dem, wo ich am Anfang war. Es macht keinen Sinn, sich anzupassen, in der Meinung dann ansprechender zu sein. Sind wir lieber vielmehr ehrlich in unserer Erscheinung, lassen wir unmissverständlich allen Menschen klar sehen, was unsere Werte sind, was unsere Lebensgrundlage ist, was unsere Prinzipien sind, wir ableiten von dem allmächtigen und ewigen Schöpfer Gott. Jakobus sagt, dass ein wahrer Gottesdienst
darin besteht, erstens, Alex, Amen, genau, Witwen und Waisen, sprich Bedürftigen, zu helfen. Und was ist das Zweite? Es wird ganz, ganz selten betont. Sich von der Welt unbefleckt erhalten. Wisst ihr, was es heißt? Ups, oh oh, da war es frisch gestrichen, jetzt habe ich einen roten Streifen an der Hose, oder? So schnell geht das. Da muss man aufpassen. Sich von der Welt unbefleckt, da steht nicht einmal, dass du dir nicht die Klamotten dieser Welt anziehen sollst, dass du weltlich sein sollst. Da steht unbefleckt. Das heißt, der Geist dieser Welt soll dein Inneres nicht mal beschmutzen und prägen. Und ihr Lieben, das kostet geistlich Kraft. Das kostet eine bewusste Entscheidung. Ich möchte gegen den Strom schwimmen. Das kostet eure Entscheidung als Gemeinde hier in Niederrosbach, euch immer wieder klar zu sagen, wir leben nicht davon, breit akzeptiert zu werden. Wir leben von der Akzeptanz des Herrn Jesus Christus, der in dieser Gemeinde sein möchte. Und wir leben davon, dass wir uns an ihm festmachen. Wahrer Gottesdienst, füreinander da sein, für die Menschen da sein, aber von der Welt unbefleckt zu bleiben. Muss man drüber nachdenken. Ihr Lieben, so vieles, was wir heute finden, so manches christlich-geistliche Konzept, basiert geradezu genau auf dieser Befleckung. Sagt, wir müssen uns anpassen. Wir müssen weltliche Methoden benutzen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Paulus sagt nein. Paulus sagt in 1. Korinther 2, dass geistliche Inhalte nur vermittelt werden, auch durch geistliche Mittel. Das heißt, der Inhalt ist aus dem Geist Gottes und die Methode ist auch aus dem Geist Gottes. Und wir können und dürfen hier keine Vermischung produzieren. Das ist außerdem Lehre Biliams. Die Lehre Biliams, die besagt, wir können Welt und Gemeinde miteinander mischen. Nein, hier gibt's, welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis, sagt Paulus. Da müssen wir ganz klar sein. Und ihr Lieben, ich möchte euch heute ermutigen, das war mein Auftrag heute. Ich habe die ganze Woche immer und immer wieder gebetet. Und gestern rief noch der Saan, der Günther und der Christian und wollten wissen, was heute unsere Gedanken sein werden. Ich sage, Brüder, ich weiß es noch nicht. Ich war einfach im Gebet. Aber es war mir heute dieser Auftrag. Wenn ihr diese Ausrichtung habt, was wir heute haben, wahre Gemeinschaft mit Christus, im Vater, in Reinheit, im Licht, in der Vergebung, in der ungeheuchelten Liebe, in der echten Annahme, in wirklicher Hingabe zu Christus, in einer klaren Abgeschiedenheit von dem Geist und den Einflüssen dieser Welt. Dann wird der Segen Gottes hier mit euch sein und diese Gemeinde wird weiter wachsen und sie wird weiterhin, werden wir als Gemeinden ein Ort sein, von dem Licht und Segen ausgeht. Und lasst uns dafür kämpfen. Lasst uns dafür kämpfen, mit Fleiß die Einheit dieses Geistes zu bewahren, im Bande des Friedens. Lasst uns dafür einsetzen, dass der Teufel keinen Fußbreit zwischen uns als Geschwister bekommt. Der Herr segne euch. Amen.